Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meinem neuen Video und ich bin mittlerweile wirklich süchtig nach Sommersträußen. Dieses Mal bin ich über die Wiese gelaufen und habe so wunderschöne Disteln gefunden. Die sind jetzt im Sommer, blühen die so leicht fliederfarben. Und ich möchte gleich einen Strauß binden mit diesen Disteln. Und ich habe auch was, die Disteln, die haben wahnsinnig viele Dornen. Und was man unbedingt braucht, um diese Disteln zu schneiden, ist Dornenhandschuhe. Auch Dornenhandschuhe, die so ein dickes Leder haben. Und ich zeige gleich drin, wie man da wunderbar entdornen kann. Also ohne Dornenhandschuhe, auch um Brombeeren zu schneiden, kann man es vergessen. Aber bevor wir zu dem wunderbaren nächsten Sommerstrauß übergehen, möchte ich doch gerne nochmal auf die Engelstrompeten eingehen, weil das ist ja jetzt meine Mutterpflanze. Und wir haben noch einen Steckling. Naja, Steckling, der ist schon fast so groß wie ich. Ja, und die haben sich also ganz, ganz prächtig entwickelt. Und man kann hier bei der kleineren sehr, sehr schön sehen, wenn die Engelstrompete hier wächst und wenn die diese Verzweigung macht, ich sage immer, wenn sie das Y macht, da kommen als nächstes dann die Knospen. Hier so sehen also die Knospen aus. Und hier in klein zum Beispiel auch noch hier, kann man sehen. Ja, und dann kommen auch diese wunderschönen Blüten, die sich zuerst so schön länglich, also die ist länger als meine Hand, die sich so länglich rausschieben, ja, förmlich aus dieser Knospe. Und hier, es ist jetzt auch schön heiß hier, ich drehe die mal. Und hier, das sind dann die Blüten und die falten sich auch ganz toll auf. Die ist jetzt hier in 30 Grad Sonne, hängt die, deswegen ist die natürlich so ein bisschen schlapp und in den Abendstunden fächern die sich wunderschön auseinander und duften unglaublich. Und also diese Engelstrompeten blühen wirklich so 2 bis 3 Mal im Jahr bei mir. Und wenn die Blüten dann verblüht sind, dann gehe ich immer her. Hier sieht man zum Beispiel, die ist jetzt verblüht und ich knipse immer. Die Blüten knipst die immer so ein bisschen nach hinten raus, dass die schön ausgeputzt wird. Und man sieht auch, das ist hier ein super Beispiel, wenn die Blätter ein bisschen hellgelber werden, dann sollte man auch wieder düngen, weil hier sind sie schön dunkelgrün. Das Blatt von dem Steckling ist wunderbar dunkelgrün. Und man sieht, meine Mutterpflanze, die hätte gern auch wieder Dünger. Das ist also ein super Vergleich, dass ich wieder düngen muss, wobei die älteren Blätter auch heller werden, die jüngeren sind dann ein bisschen grüner. Ja, aber das ist jetzt eine ganz tolle Pflanze, die hat keine Schädlinge, die ist richtig knackig und also es stehen unheimlich oft Leute hier vorm Laden und zücken den Fotoapparat und fotografieren diese tolle Pflanze und die ist natürlich auch so schön, weil die hat bei uns einen riesen Topf. Und dass die Pflanzen einen großen Topf danken, das muss ich gerade noch mal kurz an einem anderen Beispiel zeigen. Weil ich habe hier einen ganz tollen breitblättrigen Bambus, der auch wirklich so buschig wächst, der nicht in die Höhe wächst. Und der hat, hier kommt das Geheimnis drunter, der hat also auch einen riesigen Topf, 50 cm Durchmesser. Und dieser Bambus, der kam hier so als kleine Pflanze zu uns und mittlerweile ist ein wunderschönes Grün. Ist winterhart, also ganz tolle Pflanze und das ist so das Beispiel, dass ein großer Topf, außer bei Orchideen, aber dass ein großer Topf, also von den Pflanzen schon gedankt wird und dass die das auch ganz, ganz toll finden. Aber ich gehe jetzt wieder zu meinen Dornenhandschuhen, ziehe die an, damit ich diese Biester mit in den Laden nehmen kann, weil ich habe keine Lust, mir die Hände die Hände kaputt zu machen. Und ich nehme euch jetzt mit zu dem wunderschönen Blumenstrauß mit weißen Rosen und mit Disteln. Ab geht's in den Laden. Also meine schönen Disteln und die haben so Dornen, die man sehr gut einfach mit dem Handschuh abstreifen kann. Und da macht man immer so die Spitze von diesen Dornen, bekommt man da gut weg. Ich habe die jetzt vorhin natürlich schon geputzt, aber hier oben. Und man merkt auch, ja, wenn man so entlang geht mit dem Handschuh, dass man so richtig diese Spitzen von den Dornen einfach nur wegstreift. Ja. Wenn ich die Disteln jetzt mit dem Messer putzen würde, dann hätte ich viel, viel mehr Arbeit, wie wenn ich einfach mit den Handschuhen hier entlang gehe. Und das spart unglaublich viel Zeit. Und wenn ich in die Wiese gehe und diese Disteln schneiden möchte,
Die haben überall Dornen. Die haben dann so Blätter, die hier weggehen. Ja, die habe ich schon weggemacht. Und selbst an der Unterseite von den Blättern ist eine Reihe Dornen. Also man kann die echt nicht anfassen. Und deswegen, ich mache dir nochmal den Bestelllink für ein paar richtig gute Dornenhandschuhe. Den Bestelllink in die Beschreibung. Das ist eine Anschaffung. Also alles, was man im Garten, auch wenn man einen Weißdorn schneidet. Ja, oder wenn man wirklich mal in die Brombeeren geht und Brombeeren für Sträuße, ist auch ein ganz tolles Thema. Ich werde bestimmt noch mal einen Brombeerstrauß zeigen. Dann zieht man diese Handschuhe an, hat also diesen tollen Schutz und das ist genial. Also es gibt so gewisses Equipment in der Floristik und das sollte man einfach haben und ein paar gute Dornenhandschuhe, die gehören tatsächlich auch dazu, um mal ganz lässig Sachen schneiden zu können und eben auch so, dass man so unempfindlich ist, dass man einfach irgendwo reingeht ins Gebüsch und man ist so unempfindlich und man kann das dann einfach machen, ohne sich so weh zu tun. Also unbedingt, unbedingt anschaffen. Ja, ich dachte mir, dass es sehr schön ist, wenn ich was Helles zu diesen Disteln binde und ich finde dann also ein paar weiße Rosen sind immer, immer sehr schön. Ja, auch Rosen haben Dornen an den Blättern. Ich habe gerade schön in eine reingefasst. So, und ich wollte diesen Strauß in weiß, lila, blau machen, also so einen richtig schönen, schönen Sommerstrauß. Habe dazu also diese Rosen mitgebracht und habe die schon abgedornt. Ich mache auch für die Sträuße immer viel Blätter ab von den Rosen, weil die Blätter nehmen dem Kopf Kraft. Und deswegen viel, viel Blätter wegmachen. Dann habe ich eine sehr schöne Sommerblüte mitgebracht. Das ist eine Brodea. Und die hat diese glöckchenförmigen Blüten. Hält sehr, sehr schön. Ist also eine ganz tolle sommerliche Blüte. Und damit die Farbe Blau auch schön repräsentiert wird. Ich habe in meinem letzten Video habe ich auch mal davon gesprochen, dass es immer gut ist, wenn man Hortensien, das ist jetzt auch eine wunderschöne feste Sorte, wenn man die Hortensien direkt bevor man den Strauß erstellt, direkt davor erst abschneidet. Und ich dachte, so eine schöne blaue Hortensie gefällt mir also auch sehr, sehr gut. Auch hier genau der gleiche Griff. Das ist so ein Automatismus, dass ich sofort die Blätter abmache. Ja, weil auch hier bei der Hortensie ist es wirklich so, dass die Blätter der Blüte Kraft nehmen und damit die gut hält, zupfe ich dann sofort Blätter ab. Ich habe hier noch so ganz kleine Blütchen, die können wir auch mitnehmen, mit in den Strauß binden. Und jetzt haben wir natürlich hier so eine Pflanze, die so ein bisschen abgegrast ist. Und wenn jemand einen Garten hat und der die Mühe nicht scheut, diese Pflanze zu gießen, dann kann man auch so eine Pflanze einfach im Garten einpflanzen, schön wässern und im nächsten Jahr treibt die wieder raus. Ich habe die jetzt natürlich für die Sträuße einfach verwendet und mit etwas Glück blüht sie im nächsten Jahr wieder so schön in voller Pracht. Aber heute wurde sie für die Sträuße geopfert. Für das Video, um dir so schöne Blumen zu zeigen. Um die Farbe Lila noch schön zu repräsentieren, gibt es ein Limonium. Limonium ist eine sehr haltbare, sehr schöne, ja, Blüte. Hat nicht diese klassische Blütenform, die man sonst kennt, aber du wirst gleich sehen im Strauß, dass man es ganz, ganz toll dekorativ dieses Limonium verwenden kann. Und was ich immer so nebenher mache, das ist, ich teile dieses Limonium in Stücke, die ich in den Strauß binden kann und habe jetzt gleich lange Stücke, wo nicht so diese Seitenverästelung, das ist das erste Stück lang, das zweite kürzer, sondern ich teile das wirklich in viele gleich lange Stücke und habe hier also auch schon, theoretisch hätte ich schon hier fast eine Straußbasis, aber ich möchte das natürlich anders anordnen und deswegen habe ich das so vorbereitet. Dann als Grün habe ich ein Pithosphorum, heißt das, ein breitblättriges. Das ist auch eine schöne Grünpflanze, kann man im Strauß auch schön buschig mit einarbeiten. Und wie so oft in meinen Videos, ich benutze unheimlich gern Efeu. Efeu ist schön buschig, füllt ganz toll. Und ich habe wieder meine Efeulage aufgefüllt, wie man sieht. Und da hole ich mir jetzt auch wieder
ein paar Äste. Auch die muss ich natürlich wieder mundgerecht zuschneiden und mache überall die Blätter ab, weil wir wollen ja keine Blätter in der Bindestelle haben. So. Und ich versuche dann immer Stücke zu schneiden, die ich eben passend in den im Strauß arrangieren kann. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch schon an Grün. Ups. Das ist natürlich ein Traumstückchen. Der wollte ins Video. So, den anderen tun wir zurück. Also, und wenn man an diesen Eimern rumzuppelt, wenn man Grün eingestellt hat, dann muss man natürlich auch nochmal aufpassen, dass wieder alle Stiele im Wasser sind. Weil ich habe jetzt hier schön gezogen. Und wenn dann Stücke trocken stehen, dann tut es natürlich dem Efeu nicht gut und dann geht er kaputt. Das ist sehr, sehr schade, weil Bindegrün ist wertvoll. Wie ich ja auch in meinem Video über Grün sicherlich erklärt habe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da habe ich viel erzählt zum Thema Grün. Und ich habe jetzt hier also bei der Rose die Blätter abgemacht und fange an, den Strauß wie immer in der Spirale zu binden. Und ich tue mir natürlich sehr leicht, wenn ich hier so ein schönes, buschiges Stück nehme. Da habe ich schon eine ganz tolle Mitte, ohne dass ich viel gemacht habe. Das ist schon ein toller Anfang. Ich lege immer alle Stiele in der Spirale an. Und man tut sich ein bisschen leichter. Manchmal nervt es, wenn die Stiele so lang sind beim Binden. Und man tut sich natürlich ein bisschen leichter, gerade wenn man es anfängt, das Straußbinden, wenn man die Stiele schon ein bisschen schneidet, ja, also ein bisschen zustutzt, weil wenn du das noch nicht so oft gemacht hast, ich glaube, dann ist das nicht so einfach, das zu handeln. Das heißt also ruhig die Blütenstiele einfach ein bisschen kürzen. Dann unsere traumhaft schöne Hortensie, die arrangiere ich jetzt mal mittig. Und also bei Hortensien, da merkt man auch an der Festigkeit, ob die gut halten. Die kann man so vorsichtig bei der Rose nicht von oben anfassen. Bei der Hortensie, wenn die sich dann so trocken und so fest anfühlt, das ist ein Prachtexemplar, dann halten die auch ganz, ganz toll. Die sind super in der Haltbarkeit dann. Und dann die Brodea mit ihren Glöckchen. Das ist auch hat eine sehr, sehr schöne Anmutung. Und dann nehmen wir wieder eine Distel dazu und ich drehe das Ganze immer in der Hand. Und außerdem achte ich immer darauf, dass keine Blätter in der Bindestelle sind, weil wenn Blätter in der Bindestelle sind, dann wird das ganze Arrangement schneller schlecht, weil das Grün in der Bindestelle, das geht natürlich schneller kaputt, wie wenn kein Grün in der Bindestelle ist. Also immer Grün in der Bindestelle ist No-Go. So, ich habe jetzt nur 3 Brodea genommen. Das heißt, ich versuche diese Brodea auch so zu arrangieren, dass die an 3 verschiedenen Stellen im Strauß in Erscheinung tritt, dass die schön verteilt ist. Und das Limonium, das kann ich auch mal dazu nehmen, wobei ich es eher... So, das kann man hier mal spitzeln lassen. Moment, ich würde erstmal gerne wieder ein bisschen grün. Also unser Grün ist immer total wichtig, weil das Grün ist der Abstandshalter für die Blüten. Und du wirst nie in der Lage sein, den Strauß so mit so einem Volumen und so einem Schick zu binden, wenn du nicht grün verwendest. Weil ich sehe manchmal Sträuße von Leuten, die jetzt noch nicht so viel Sträuße gebunden haben, die verwenden oft sehr, sehr wenig Grün und machen sehr viel Blüten zusammen und dann sind die Sträuße eigentlich auch zu teuer. Das kann man so gar nicht verkaufen, ja, das kann man vielleicht für sich privat machen, aber der Kunde möchte natürlich gern viel Wirkung für möglichst wenig Geld und das versuchen wir immer zu erfüllen, indem wir eben einen voluminösen und schicken Blumenstrauß gestalten. Und um dann einen ansprechenden Strauß zu machen, müssen wir auch das Grün schön platzieren im Strauß. Ja, gibt viel zu beachten, gell, immer. Und ich versuche ja auch immer ganz viele Tipps und Tricks nebenher zu zeigen, zu verraten, um eben diese Arrangements ansprechend und schön zu gestalten.
So, also wie nebenher, die Stile nicht täuschen lassen, die gehen alle ein bisschen, die sind alle, sehen abenteuerlich aus, aber das Wichtige ist, in meiner Bindestelle, genau, ich zeige es mal so, da gehen alle Stile in die gleiche Richtung. Und damit einen diese langen Stile nicht so dran sanieren, die Nerven nämlich, muss ich die einfach mal abschneiden und eben diese Efeu-Stiele hier unten, ja, das ist Natur, dass die alle so, dass jeder verschieden ist. Ich habe jetzt hier, ich muss, denke auch noch ein bisschen nach, wie ich es mache. Ich habe drei Brodea, ich habe hier zwei Disteln und es wäre eigentlich ganz schön, wenn auf der Seite noch was wäre. Also ich gucke mir den Strauß auch dann nochmal an und überlege, was kann ich jetzt tun, damit der Strauß noch ein bisschen, ja, dass der schön rund ist, dass der eine schöne gestalterische Anordnung hat. Ich finde es dann schön, wenn hier noch eine Distel ist. Und ich habe tatsächlich schon die Rose auf dem Tisch liegen. Also auch die Rose, die möchte gerne, gerne mit in dieses Arrangement. Und die kleinen Hortensien sind auch schön, dass es ein bisschen flächiger mit den Hortensien ist. Und jetzt kommt dann mein lila Limonium ins Spiel, weil das ist dann diese schöne Wiederholung von dem Lila in der Brodea. Das wiederholt sich im Limonium. Und damit ich das perfekt in Szene setzen kann und um den Strauß gut arrangieren kann, genau deswegen habe ich das auch so in Stücke geteilt, weil an einem Stück könnte ich das natürlich gar nicht so schön rundum gestalterisch anordnen. Das muss natürlich perfekt sein, vor allem im Video. Also nein, es muss immer perfekt sein. Ist ja immer ganz wichtig, dass die Sträuße auch den Kunden gefallen und oft sind wir ja kritischer noch als die Kunden, aber das ist auch gut so, weil es muss ja alles ansprechend und sehr schön gestaltet sein. So, des Weiteren brauche ich noch einen schönen Abschluss. Dazu nehme ich Aralienblätter. Die sind leider Gottes, wenn die so wie die kommen, sind die leider Gottes ein bisschen dreckig, aber ein Hauch Blattglanz und das lässt sie schon wunderbar erstrahlen. Den Blattglanz, da mache ich den bekommst du auch bei Floristik24 und der macht auch immer sehr, sehr, sehr schön. Ich musste auch noch mal ein gelbes Blatt Efeu rauszupfen. So, und der Blattglanz macht natürlich auch immer wunderschöne Blätter. Das heißt, alles, was so ein bisschen staubig ist und was nicht so schön ist für einen Strauß, ist, kannst du natürlich mit einem Sprühstoß von dem Blattglanz gleich in Form bringen und dann sieht es im Strauß, sofern die Blätter nicht angefressen sind, sieht es im Strauß ganz toll aus. Ein bisschen gestützt werden muss die Aralie auch, weil hier hat man gerade den Unterschied gesehen. Wenn ich die nicht stütze, ist auch mal ganz gut, dann hängt die so runter. Ja, und wenn ich die stütze, dann sitzt die perfekt unter den Blüten und vergrößert ja auch optisch so schön den Strauß. Ist immer ganz gut, wenn ich das nochmal so in langsam erkläre und zeige, weil das sind wirklich so kleine Handgriffe, die einen ganz großen Unterschied machen in der Anmutung, in der Optik von so einem Strauß. Und das ist der Grund, warum wir immer auch das Grün, also den oft nehmen wir ja Kirschlorbeer, das ist jetzt hier auch eine schmale Sorte, dass wir Grün zum Stützen nehmen, weil damit diese schönen Aralienblätter auch perfekt sitzen und nicht nur, wenn ich den Strauß binde, sondern die sollen auch nach ein paar Tagen noch genauso schön diesen Strauß umranden, wie sie das jetzt tun. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es natürlich auch gut hält für den Kunden. Und ja, hier sieht man auch, das eiert so rum. Und jetzt ist Schluss mit Eiern, weil es wird von mir einfach entsprechend fixiert. Und dazu brauche ich auch von dem Kirschlorbeer die passenden Stücke, die passende Größe, die ich mir hier auch immer nebenher so zuschneide. Wenn du das noch nicht so oft gemacht hast, dann schneide dir bitte die Kirschlorbeerstücke vor dem Straußbinden zu. Nicht erst währenddessen, weil dann sonst hast du einfach zu viel in den Händen. Und das lässt sich nicht so, wenn man das nicht so oft macht, dann kann man das nicht so nebenher auch dieses Entblättern von diesen kleinen Stücken. Das würde ich alles in Ruhe vorbereiten,
und nicht erst beim Straußbinden machen. Weil so wie ich das mache, das kann man dann machen, wenn man Übung hat. Ja, und im Anschluss brauchen wir natürlich wieder eine gute Gartenschere und schneiden alle Stiele auf eine Länge. So. Und jetzt machen also die krummen Efeu-Stiele nicht mehr so viel aus. Jetzt werden sie alle gleichmäßig gekürzt. Und was ich mache, ist also nicht nur die Gartenschere, sondern ich brauche jetzt noch ein gutes Floristenmesser, mit dem ich die Rosen. So, das schneidet auch nicht mehr so gut. Das ist auch gut, wenn es im Video vorkommt. Die müssen also schon ein bisschen neuer sein. Und wenn die nichts mehr sind, dann schmeißt man die auch durchaus mal in die Mülltonne. Weil die müssen scharf genug sein, dass sie einen guten Anschnitt machen. Weil wenn die älter sind und nicht mehr gut keinen guten Anschnitt machen, dann rupfen die nur den Stiel. Und dann bekommt die Rose natürlich auch nicht so gut Wasser. Also das ist jetzt eins, das ist super. Das vorherige, das war nichts. Und das fliegt dann nämlich auch gleich in den Müll. So, wunderbar. Ja, und zu guter Letzt brauchen wir natürlich einen Bindebast. Den guten Floristen-Bindebast. Und mit dem gehe ich zwei, dreimal um den Strauß rum. Habe also hier schon eine feste Bindestelle und schlinge den Bast einmal und dann nochmal, also zweimal verschlungen. Schön fest anziehen. Durch das zweimal Verschlingen springt er nicht so zurück. Ich erspare mir jemanden, der den Finger drauf hält. Und schon ist der Strauß schön fest gebunden. Mein kleiner Test, ob er fest gebunden ist, ist immer, er muss an einem Stiel halten. Er ist also schön wunderbar abgestützt von unten. Und von oben, finde ich, kann er sich sehen lassen. Vielen Dank für die tolle Kameraführung. Ja, und das war jetzt mein Video zum Blumenstrauß mit Disteln gebunden. Es wird also auch sehr schön Aprikoton, Rosé. Es passen ganz viele Farben dazu. Ich habe heute das Weiß gewählt. Und also du brauchst wirklich einige Sachen. Die Handschuhe, das Messer, die gute Gartenschere, den Blattglanz. Ich mache dir es in die Bestelllinks und ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Disteln suchen in den Wiesen und abonniere meinen Kanal, bleib dran. Ich freue mich über jeden Kommentar und sag tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Margit.